Jo, liebe Leute, Theo hier. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video und heute zeige ich euch eine geheime Technik in Mario Odyssey. Und sie ist deshalb geheim, weil Nintendo, glaube ich, nicht wollte, dass wir sowas durchführen, denn mit diesem Trick kann man auch durch Wände sich durchglitschen und über diese Technik steht natürlich auch nichts bei den Tutorials beziehungsweise bei den Sprüngen, die Mario ausführen kann. Und falls du Bock hast auf mehr solche Moves beziehungsweise Techniken, dann möchte ich bitten, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst du auf jeden Fall nichts. Es gibt schon ein paar erweiterte Techniken zu Mario Odyssey, die Mario drauf hat, beziehungsweise der Cappy Jump, der Hechtsprung auf Cappy und dann ein weiterer Hechtsprung sind ja schon ziemlich cool. Dann gibt es ja noch eine Technik, die ich in den letzten Videos auch wiederum gezeigt habe, die ich euch jetzt auch kurz erkläre. Und zwar der Cappy Roll Jump. Wie ihr den durchführt, ist eigentlich ganz einfach. Mit dem könnt ihr auch ziemlich weite Distanzen zurücklegen. Er ist nur ein bisschen komisch durchzuführen, weil man diese Tastenbelegung, diese Knöpfe sonst nicht so drückt in der Zusammenstellung wie bei dem Jump. Also ihr müsst erstmal Y drücken und zwar gedrückt halten, damit Cappy auf der Stelle bleibt. Dann drückt ihr, während ihr Y gedrückt haltet, B, um zu springen. Macht dann eine Ground Pound mit ZR und dann drückt ihr X, um nach vorne zu rollen auf Cappy, aber dabei bleibt die ganze Zeit Y gedrückt, das ist der Trick an der Sache. Und dann seid ihr von 0 auf an gleich mit voller Geschwindigkeit in einem Sprung drinne und ihr könnt sogar noch ein Cappy Jump dann hinterher setzen, was ziemlich cool ist. Und das ist schon eine ziemlich krasse Technik, aber jetzt zeige ich euch noch eine Technik, die alles in den Schatten stellt. Und zwar heißt diese Technik Roll Cancel. Ja, und das ist wirklich so gemeint, dass ihr das Rollen abbrecht, was ein 2-Frame genauer Trick ist, mit dem ihr sogar durch Wände euch glitschen könnt. Und zwar hier zum Beispiel im Snow Kingdom oder hier im Sand Kingdom könnt ihr euch auch durch die Wand glitschen. Es gibt wirklich viele Stellen, wo man das einfach machen kann, wenn man diesen Trick beherrscht. Und das Gute ist an diesem Trick, für große Sprünge, wie zum Beispiel der im Bowser Kingdom, funktioniert das auch, weil ihr seid gleich mit voller Geschwindigkeit in einem Sprung drinne. Und zwar, wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt auch. Wir nehmen hierfür mal das Beispiel im Snow Kingdom, wo man sich durch die Wand backen kann und dann sozusagen out of map wieder gehen kann. Und es ist gar nicht so kompliziert, ihr müsst dafür erstmal springen mit B, dann macht ihr auf ZR eine Ground Pound Attacke, dann drückt ihr X, dass ihr nach dem Ground Pound sozusagen nach vorne rollt mit Full Speed, das ist ja auch eine kleine Technik, oder ihr schüttelt einfach den Controller, aber ich würde euch X empfehlen, um nach vorne zu dashen in der Rolle. Und genau, wenn ihr in die Rolle nach vorne dash, genau in dem ersten Frame, in den zweiten Frame, müsst ihr Y und B zur gleichen Zeit drücken. Dann werft ihr Cappy und brecht es gleichzeitig ab und seid dann in Full Speed und könnt dann sozusagen in diesem kurzen Zeitfenster durch eine Wand euch sozusagen drücken, wie hier zum Beispiel, ich hab's euch ja gerade gezeigt, oder halt im Sand Kingdom, oder ihr macht damit halt einen großen Sprung. Ihr könnt das einfach an einer kleinen Klippe machen und dann hier rüber, zum Beispiel dieser Bowser Kingdom Sprung, der ja auch sonst nur mit Rollen geht, den könnt ihr auch mit der Technik machen. Es ist wirklich schwer, verzweifelt nicht, versucht es erstmal zur Übung hier im Snow Kingdom. Und wenn ihr Bock habt auf mehr solche kleinen Techniken oder Glitches, dann abonniert den Kanal. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.